So schauen die guten aus. Hoppala. Dieser Computer. Hallo und herzlich willkommen zum 43. Teil in der Lego-Stadt Palm Bricks. Und ich habe ein weiteres Mock für euch. Herzlich willkommen, kommt hinein. Das ist jetzt das Erdgeschoss. Und das ist die Rückseite, wie man sieht. Die kann ein bisschen verspielter sein. Wir starten das Ganze jetzt auch gleich aus. Ich wollte euch mal zeigen hier, wie dieses Fenster entstanden ist. Das sind ganz normale Fensterelemente. Und dann hier mit so Snot-Bautechnik habe ich dann diesen Rahmen gebaut. Oder diese Fenster gebaut, so schaut das dann aus. Ich habe eine Schiebetür hier reingebaut, dass nicht ganz so langweilig wird. So schaut das aus. Und ein paar Bilder habe ich aufgehangen. Hier habe ich auch eins, das ist von MJ Bricks. Das Ganze werde ich jetzt auch noch ausstatten. Ich habe mir dazu den Adventskalender von Lego geschnappt und habe mir da die Elemente rausgesucht. Und verwende die hier diese Uhr, noch hier diesen Kamin. Den Abzug vom Kamin habe ich hinzugefügt, der war da nicht dabei, der zieht sich gleich durch das ganze Haus durch. Damit sich dann auch keiner hier wehtut, habe ich noch so ein Gitter davor. In das ganze Haus kommt so ein Futternapf rein, auch von dem Lego Adventskalender. Den kleinen Hund dazu, der passt auch, wer hier reinkommt. Die haben auch eine Katze. Dann werde ich das Ganze auch schon mit den Leuten und den Stühlen hier ausstatten. So schauen die guten aus. Hoppala. Das sind auch nur einfache Stühle. Ganz einfacher Tisch auch bloß. Was ist da drin? Hier habe ich auch noch so einen kleinen Kerzenständer. Und ein Hühnchen, das halt ein Festessen. Und damit der nicht andauernd hin und her fliegt, mache ich den hier an so einer Wand fest. Dann habe ich hier auch noch so einen kleinen Abstelltisch. Passt da auch wunderbar hin. Dann habe ich noch eine junge Dame, die sich mit dazu gesellt. Und noch einen Stuhl. Dann die Wand oben kommt noch so ein Schwert hin. Das ist wie gesagt dann der Bodenbereich. Und hier ist schon eine Pflanze reingebaut. Wo ist mit so einer Vase. Und das soll der Schlafbereich sein. Und dazu habe ich auch ein ganz einfaches Bett gebaut. Mit so kleinen Rundbögen. So hält das dann. Und um in den nächsten Stock zu kommen, habe ich noch eine Treppe vorbereitet, die auch nochmal das ganze Haus stabilisiert. So schaut das Ganze aus. Dann machen wir weiter mit dem ersten Stock. Das ist der erste Stock. Ich habe schon ein bisschen was vorbereitet. Hier ist auch schon passend vom Kamin dieser Abzug oder als Heizung auch. Das hier soll übrigens so eine Bordüre darstellen. Ich hoffe, man sieht das jetzt. Und auch einfach mit Snop-Bautechnik. Hier haben wir noch ein paar Bilder drinnen. Dieses Lego Modular und Super Bricks im Bild. Auch eine Blume hier auch. Hier ist auch noch ein bemaltes Bild und hier ist dieses Eco-Haus als Bild und die Treppe, die führt hier hoch. Ich kann auch mal von unten zeigen, wie das ein bisschen befestigt wurde. Und hier haben wir auch schon so Wandelemente, die wiederholen sich jetzt auch gleich immer wieder, damit das auch stylistisch aussieht. So Holztüren haben wir hier noch mit drinnen und so ein Bild mit einem Missing Cat. Das wird jetzt nämlich dann so Kinderzimmer werden. Dazu habe ich so ein Feuerwehrbett gemacht, ganz einfach. So schaut das aus. Den Kleiderschrank für den Zwerg. So schaut der aus. Der kommt jetzt dann an die Ecke. Das ist schon das kleine Kinderzimmer. Dieser Computer hier. Den baue ich in das andere Zimmer rein und
Riesen Computerstuhl ebenfalls mit einem grimmigen, der zockt halt gerade. So schaut das Ganze aus. Das Ganze hier drauf gesetzt. So schaut das aus. Wie gesagt, die Rückwand, die wird man sowieso nicht sehen. Und die Blumen und die Fenster werden hier auch wieder weitergeführt. Das ist schon der erste Stock. Es geht schon weiter mit dem zweiten Stockwerk. Ich habe hier schon ein bisschen was vorbereitet. Hier habe ich so einen Trägertechnik-Spieler drinnen. Das wird jetzt dann die Küche werden. Kann man von hier zeigen. Und hier hinter würde es dann ins Badezimmer gehen. Das schaut so aus. Mit einer Toilette, einem Spülbecken und einer Dusche. Man sieht das ganz gut. Ich setze es mal kurz ab. Hier nochmal zu sehen, so ein Treppenelement, das ich dann mit diesem hier verputzen werde. Hier hat der Gitter. Diese Notgitter habe ich einfach nur an der Seite mit diesen Stangen dargestellt. Hier sehe ich jetzt mal eins von den Küchenelementen ein. Und hier kommt das andere Küchenelement hin. Spüle und ein Herd, ganz einfach gemacht. Genau, so sind wir auf derselben Höhe. Auf der anderen Seite ist noch Platz. Da habe ich hier noch so einen Schrank gebaut. Ich will es mir jetzt einmal darstellen. Jetzt wird das eine Fenster hier abgedeckt, aber ich habe leider keinen anderen Platz. Wie das dann ausschauen? Ist doch voll geworden, aber das ist schon okay. Und hier hinten läuft ja dieser Kamin von unten durch. Das sind einfach so Steckelemente, die jeweils von unten und oben umgedreht. Und hier sieht man es auch nochmal. Und die gehen halt hier durch die ganzen Stockwerke durch. Also was einem jetzt vielleicht schon aufgefallen ist, dass hier diese Round-Teile in schwarz da sind, die hatte ich in der letzten Penny Bricks Bestellung dabei gehabt. So, und hier hatte ich noch den Dark Red und jetzt muss ich mich noch entscheiden, in welcher Farbe ich es nehmen werde. Aber ich glaube, dass es das hier werden wird. Leider sind die Teile noch nicht gekommen, die sind bestellt. Ich habe jetzt gehofft, dass es zu diesem Update kommt, aber leider noch nicht. Deswegen habe ich einfach beide Seiten gelassen. So, und dann geht's auch schon weiter mit dem nächsten Stockwerk. Und das vorerst letzte Stockwerk ist das Dachgeschoss. Ich habe hier so einen Wassertank, Benzintank, keine Ahnung was. Ob es jetzt Sinn macht, dass das da reinfällt, dieser Schlauch, ist mir ehrlich gesagt auch wurscht. Auf jeden Fall irgendwas Technisches wollte ich hier haben. Ich habe das Dachgeschoss so ein bisschen wie halt noch wie so ein Dachboden, der so ein bisschen rustikalisch hat, deswegen auch so unterschiedliche Holzpanelen, sage ich mal. Passt sich natürlich super hier an. Ihr seht es gleich, wenn es fertig ist. Ich wollte das jetzt noch ein bisschen mit euch ausstatten und dazu habe ich einmal hier noch so eine Kiste mit so einem Koffer und zwei Flaschen und so einem Walkie-Talkie. Das hatte ich vor, hier in diese Ecke reinzubauen. Dann hatte ich noch so einen Schubkran hier gehabt. Wie die den da hochbekommen haben, fragt mich nicht, aber er schaut schön aus da drin, da ist ein bisschen Farbe drin. Dann habe ich das Ganze hier noch mit so Stützen vorbereitet, die das Dach halten. Ich fand übrigens diese Elemente sehr gut. Die gehen einmal hier so durch, passen genau zu der Schräge vom Dach und stützen das ganze Dach nochmal. Das Ganze nochmal über der Treppe. Hier kommen noch so Dachluken hin. Die kommen auf jeden Fall einmal auf die linke und einmal auf die rechte Seite. Und zum Schluss setze ich nochmal hier oben eine Stütze ein. Das Ganze hält. Ich hoffe, ich kriege das jetzt hin ohne
Chaos. So, das Ganze ist jetzt dann natürlich auch stabiler. Zumindest wenn ich den abnehme. Hält das Ganze auch sehr gut. Zum Schluss kommt natürlich das Dach drauf. Das ist jetzt eine wirklich Spezialkonstruktion geworden. So schaut das aus. Ich habe das mit Technikelementen hier zusammengeführt. Das soll noch so einen Kamin darstellen später. Hier kommen dann diese Fenstervorsprünge rein. Was ich auch noch gemacht habe, ich habe hier nicht genügend von diesen Elementen gehabt. Da fehlen mir noch 7 Stück, auch auf der anderen Seite. Dass es dann einheitlich ist, habe ich das nur so gelöst. Das soll so eine Dachrinne darstellen. Und von unten schaut das Ganze so aus. Es wölbt sich auch ein wenig, aber wenn es dann drauf steht, dann biegt sich das wieder entgegen. Also dass hier so Lücken sind, das liegt daran, dass die dann hier sonst nicht gescheit dran liegen. Das ist nicht genau der Winkel von dem Dach, aber im Großen und Ganzen ist es dann nicht so schlimm. Das setzt man dann quasi hier ein und fährt das hier runter. Zum Schluss schließt man hier oben quasi mit so Tails ab, dass es quasi da auch nicht reinregnet. So sieht das Ganze dann aus. Hier fehlen mir übrigens auch noch 2 solche Elemente. Genauso wie auf der anderen Seite. Sind auch bestellt, sind noch nicht gekommen. Genau, und so könnt ihr es auch nochmal sehen. Deswegen hatte ich überlegt, hier schwarze hin zu machen, dass es zum Dach passt. Aber ich glaube, mir gefällt die Variante deutlich besser. So. Ja, von hinten. Man sieht, dass es nicht ganz dran ist. Aber. Am Ende des Tages stört mich das nicht. Weiter kann ich es auch nicht reinführen. Beleuchtung in die Stadt einsetzen werde ich das nächste Mal machen. Und ich habe ja schon am Anfang gesagt, dass es das vorläufige Stockwerk oder Endstockwerk ist. Aber ich werde wahrscheinlich noch so ein Geschoss einbauen. Deswegen habe ich hier auch schon die Teile vorbereitet. Die kommen dann alle rein. Und die roten habe ich ja letztens in der Penny Bricks Bestellung mit drin gehabt. Auch diese Eckelemente. Hier diese kleinen Mini-Dachfenster-Vorbereitungen habe ich schon. Also in diesem Sinne verabschiede ich mich und bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Und danke auch schon mal für die vielen Likes und für die Kommentare. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao! Know that I got you.